Ja, hallo YouTube, guten Morgen, wie geht's euch? Ich mache heute ein bisschen was mit meinem Tesla Model Y. Und da fahren wir jetzt heute nach Teltow. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Aber jetzt machen wir erstmal Intro. Und zwar habe ich den ja ganz bewusst in der Farbe Weiß bestellt. Hat ein paar Gründe. Weiß ist für das Model Y oder für den Tesla in meinen Augen die schönste Farbe. Der noch Schwarz, Blau, Rot und Grau, die finde ich alle nicht so schön. Weiß in Weiß sieht er wirklich gut aus, gerade mit den schwarzen Applikationen, den Türgriffen und diesen Kameraabdeckungen und den Felgen und so weiter. Da sieht er schon ziemlich klasse aus. Ich möchte meinen Tesla aber ein bisschen weiter individualisieren und fahre deswegen heute zu einem Folierer, den ich kennengelernt habe oder den ich kenne, den Osman. Der hat seine Folierwerkstatt in Teltow. Da fahre ich jetzt hin, habe mir eine Farbe schon ausgesucht. Sage ich euch aber noch nicht jetzt, welche Farbe das wird. Dann schauen wir einfach mal, wie das wird. Dann hat er das Auto ein paar Tage da, macht das alles soweit fertig. Ja, dann bin ich gespannt, wie das Ding aussieht. Und hat zum einen den Vorteil, also gut, man hat dann ein Auto in der Farbe, wo sonst kaum einer rumfährt. Ja, das mag jetzt dem einen oder anderen egal sein. Aber es schützt natürlich auch den Lack. Und gerade die Teslas haben ja extrem wenig Wertverlust zurzeit. Und wenn man sich da doch irgendwann dann mal von trennt, dann kann man die Folie, wenn sie noch gut ist, drauf lassen und jemanden freut es. Oder man kann sie abmachen und hat darunter eigentlich immer noch einen ziemlich nagelneuen, unbeschädigten Lack. Zumal das Auto ja jetzt auch gerade mal 2 Wochen alt ist. Also da ist ja noch gar nichts dran. Von daher macht das Sinn, das jetzt am Anfang zu machen. Und das mache ich jetzt. Und deswegen fahre ich jetzt nach Teltow zu dem Osman. Also bis später. Hier angekommen. Hier hinten hat der Osman seinen Laden, seine Garage, wo er Autos foliert und Scheiben tönt und was nicht alles macht, werde ich ihn gleich noch mal genau fragen, was er alles so im Angebot hat. Jetzt muss ich hier noch ganz kurz auf ihn warten, der ist auch gleich da. Und dann geht's weiter, dann schauen wir uns noch mal die Farben an und besprechen noch mal alles und dann lasse ich das Auto hier und hole ihn dann am Freitag oder Samstag ab. Also so 2-3 Tage wird es ungefähr dauern. Ja, dann war's mal mit dem weißen Model Y. Also ich habe noch was Tolles für euch in dem Video. Und zwar verlose ich einen Gutschein im Wert von 200 Euro für eine Vollfolierung eines Fahrzeugs hier bei dem Osman, wo ich bin. Den hat er mir zur Verfügung gestellt. Vielleicht leihe ich ihm auch noch einen zweiten aus den Rippen. Da muss ich mal gucken, wie groß eure Beteiligung ist. Also, wenn ihr so einen Gutschein haben wollt, wenn ihr euer Auto voll folieren lassen wollt, egal welche Farbe, er hat verschiedene Marken an Folien da, das müsst ihr dann alles individuell mit ihm besprechen, dann schreibt unten mal in die Kommentare rein. Und schreibt mir dort mal rein, wer ihr seid, was ihr für ein Auto habt und welche Farbe ihr haben wollt. So ungefähr, ob ihr eine Vorstellung habt. Und dann gucke ich da mal durch und suche mir da ein oder zwei, je nachdem wie viel Gutschein ich rauskriege, suche ich mir raus und benachrichtige euch dann. Und dann könnt ihr den Osman im Anschluss kontaktieren und könnt dort euer Auto folieren lassen und spart nochmal 200 Euro. Ist doch nicht schlecht, oder?
jetzt haben wir Samstag. Mittwoch habe ich mein Auto hier abgegeben bei dem Osman. Und dahinter ist er. Hier ist übrigens sein Auto. Sieht auch cool aus. Und jetzt ist er fertig foliert. Er steht da drüben. Ich sehe ihn gerade. Ihr seht ihn noch nicht. Und ja, lasst euch überraschen. Wir werden gleich mal nach den Osman fragen, wie es so war. Ob es ihm Spaß gemacht hat und ob es schwierig war, hören wir gleich. Kannst du rausfahren? Nee, wollen wir ja noch nicht sehen. Ach so. So, das ist der Osman hier. Hi. Der hat mein Auto foliert. Und ja, wie war's? Du hast ja schon ein paar Model 3 gemacht, ne? Aber Model Y noch nicht so wirklich. Nee, bei Model Y ist eher das Heck sehr problematisch, wegen den ganzen Rundungen, Kanten am Heckspoiler. Ja. Aber an sich, Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, das zeigen wir ja gleich. Ja, und du bist hier in Teltow in einer Biomalzfabrik, hast genau, hier deine Werkstatt. Haus 15, auch wenn Kfz-Reparaturen dabei sind. Wird ja alles vernünftig gemacht auf einer Hebebühne. Hier kann man alles demontieren. Scheibentönung gibt es hier auch, habe ich schon gehört. Genau. Und Vollfolierungen. Ich blende das mal hier unten ein, wo es da hingeht, den Kontakt. Und dann wendet euch an Osman und dann ist der euer Mann dafür. Also das, was ich bisher in meinem Auto gesehen habe, sieht einfach nur mega geil aus. Zum Abschluss möchte ich euch doch bitten, unbedingt, wenn euch das Video gefallen hat, hier meinen Kanal zu abonnieren, dem Ganzen vielleicht einen Daumen zu geben, da würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, beteiligt euch rege an der Verlosung vom Gutschein, 200 Euro für eine Vollfolierung bei dem Osman hier in Teltow. Wer da Interesse hat, bitte mitmachen. Ja, und schreibt ansonsten auch einfach mal in die Kommentare rein. Wie hat es euch gefallen? Wie gefällt euch das Model Y? Wie gefällt euch Tesla? Wie gefällt euch das Pine Green Matt, was ich mir ausgesucht habe fürs Auto? Alles, was euch sonst noch so durch den Kopf geht. Einfach mal unten in die Kommentare rein. Da freue ich mich. Ich versuche auch alles immer zu beantworten oder einen kleinen Hinweis zu geben oder Fragen zu beantworten oder was auch immer. Also in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und more Tesla Content is coming. Also bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.